So, und da wären wir wieder, diesmal an der Schneide. Also wir jetzt direkt nicht, aber auf unserem Kampagnenfortschritt Mission 64 an der Schneide. Und wir machen genau dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, auf der Karte. Dann schauen wir mal wieder rein, wir wissen ja schon, wie es aussieht, wir haben ja schon reingeschaut. Wasir, Nisa und Emir gegen uns, Abt und Marschall. Der Marschall muss bloß aushalten. Ich hoffe bloß, dass der liebe Nisar zuerst auf mich geht und nicht auf Sir Longarm. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ich will, dass er zuerst auf mich geht, weil ich kann mich besser wehren als der Marschall. Der Abt wird von mir abgeschirmt, aber ist auch besser so. Andersrum, habt ihr in der letzten Mission gesehen. Wird das nicht unbedingt was? Alles klar, los geht's. Dann machen wir auch mal das Spieltempo wieder ein bisschen langsamer und los geht die wilde Fahrt. Ab die Post. Mal wieder ein großes Lager. Warum nicht? Und das da unten, das reservieren wir uns gleich. Eine Hopfenfarm mal wieder. Die muss jetzt immer ein bisschen sein. Jetzt nehmen wir sie auch mal wieder mit. Getreide. Wollen wir Getreide machen oder wollen wir das mal mit den Apfelfarmen ausprobieren? Oh, Kornspeicher. Menschenskind. Ach, das können wir noch separat machen. Wir machen aber trotzdem Bäckereien. Unser Geldstand sagt uns nämlich, wir könnten ein bisschen was auf Massenproduktion gehen. Brot unter anderem. Unter anderem. Geht da noch was hin? Och, Mann. Schade. Ja. Und hier noch ein viertes. Bauen wir ein viertes? Ja, machen wir noch ein viertes. Alright. Dann sehr viel Holz, weil wir brauchen Holzfäller. Aus Holz wird Holz. Das gute alte Wiederverwertungsprinzip. So, mit einem Abstand, dass die Leute durch können. Erstmal mit den Zweien. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Später kommen noch mehr dazu. Aber erstmal so, dass alles steht, wie ich es gerne hätte. Keine Frauen im Weg, keine Frauen im Weg. Nein, ich verbiete es. Ach. Dass die aber auch alle gleichzeitig kommen müssen. Egal. Eigentlich bräuchten... Ach, wir bauen rein stylischerweise auch eine Burg. Eigentlich wird sie komplett reichen. Da kommt nichts durch. Nichts, nichts, nichts. Die kommen nur links und rechts durch. Eigentlich wird es echt reichen, wenn wir das einfach so zublockieren. Eine Burg ist natürlich stylischer, aber auf der anderen Seite ist es so viel nützlicher, einfach so abzublocken. Wir können ja eine Art Grenzwall machen. Einigen wir uns auf einen Grenzwall. Anstatt einer Burg. Wir machen jetzt nicht nur ein paar Türme, wir machen jetzt gleich ein bisschen protziger alles, aber trotzdem keine eigene Burg. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Jetzt ist halt die Frage, wie wir das machen. Machen wir es mal so, dass wir jetzt gerade noch... Gut, dann machen wir doch eine Burg. Ach, wir machen eine Burg. Egal. Weil irgendwie ist es jetzt doch so... Oh, Moment mal. Da fehlt doch noch was. Eins. Zwei, drei, vier... Eine Schenke mal. Machen wir mal dahin. Noch eine zweite daneben. Ah, die zweite lassen wir erstmal noch. Erstmal die Bäckereien noch. Die Ochsenjoche sind aber echt nah dran. Wie machen wir das? Machen wir da jetzt wirklich eine Burg? Ich bin unentschlossen. Ich kann euch nicht schreien hören. Schreit lauter. Was wollt ihr? Wie ist euch Mao am? Der ist alt. Aber auch nicht unbedingt schlecht. So. Mühle. Langsam optimiere ich meine Bauweise ein bisschen. Ich erkenne jetzt langsam, dass ich manche Sachen einfach aneinander bauen kann. Und nicht so viel Zwischenplatz immer braucht zumindest. Gut, machen wir mal auf 40 hoch.
eure Beliebtheit steigt. Wir können ja trotzdem mal das mit der Apfelfarm ausprobieren. Moment mal. Eine Käsefarm. Nee, unsere Armbusschützen kaufen wir uns nach wie vor. Aber das mit der Apfelfarm probieren wir mal aus. Und zwar, dass ich den Trick auch mal demonstriere. Ich wurde jetzt öfters mal gefragt. Ich werde das jetzt nicht aktiv einsetzen, weil für mich ist das trotzdem eine Art Exploit. Aber dass ich das mal gezeigt habe. Wir haben jetzt hier einen Apfelfarmer bei der Apfelfarm. Ho, ho, ho. Die Anzahl der Arbeiter kann man beliebig erhöhen, indem man jetzt einfach, ich glaube, das war pausieren, Pause. Rangehen, Moment mal so, anklicken, pausieren, Pause. Einstellen, wurde eingestellt, my Lord. Neu besetzen, dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Wieder Spiel aufnehmen. Fortsetzen. Yep, und da kommt der zweite Apfelfarmer. Das kann man jetzt beliebig oft machen. Wir können es jetzt nochmal machen. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Und es reicht uns eigentlich. Mehr als drei wollen wir jetzt auch nicht haben. Ansonsten wird mir das wirklich ein bisschen zu... Jetzt haben wir halt die Effektivität von drei Apfelfarmen quasi. Durch eine. Gut, nächste Sache. Wir brauchen jetzt mal dringend Armbrustschützen. Sonst sieht es hier ein bisschen blöd aus, würde ich sagen. Ach, wie machen wir das mit der Burg? Wollen wir jetzt eine Burg? Wollen wir eine Burg? Wollen wir eine... Ihr könnt mir ja gerne sagen... Vom Abt. Es mangelt der Abtei an Gütern. Bitte helft uns. Habe ich letztens gesagt, dass ich den Abt nur deswegen mag, zumindest, dass er nicht so oft bettelt? Ich nehme alles zurück. Eure Beliebtheit sinkt. What? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Jetzt wartet halt. Das Volk liebt euch, my Lord. Jetzt wartet halt. Hier wird nichts überstürzt. Das Volk liebt euch, my Lord. Kommt das erste Bier, das dauert auch noch ein kleines bisschen. Aber gut, es kommen die ersten Äpfel rein. Och, wisst ihr was, ein vierter Pause. Geht noch. Hoppa, nee. Fortsetzen. Pause. Die Arbeit raus, rein und weg. Momentan funktionstüchtig, my Lord. Alles klar, aber das lassen wir jetzt so. Und das ist jetzt auch nur das eine, erste und das letzte Mal, dass ich das demonstriere. Nur, dass die Leute das mal gesehen. Dass die Leute das mal gesehen haben, dass es geht. Ja, zufrieden. ja, wir machen doch eine Burg. Was ich sagen wollte, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr lieber habt. Burg oder Nicht-Burg oder beziehungsweise immer mal so durchmischen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Egal, ob es was kostet, aber wir machen die Ochsen auch ein bisschen weiter weg, dass wir hier eine Burg machen können. Ich mache jetzt doch eine. Ich habe mich entschlossen. 8 durch 3. Da können wir eigentlich noch so ein, zwei hinsetzen. So. Gut. Dann... Och, nö. Gemein. Warum... Was bist du denn überhaupt? 70 Steine, bist du noch zu retten? Achtung! Wir verlieren. Haben wir jetzt endlich schon mal das erste Gold, Bier? Das sehr schön. Wird auch irgendwie Zeit. Das erste Brot können wir jetzt eigentlich auch verkaufen. Torhaus zu. Wir benötigen Gold. Torhaus zu und ich sehe keine Gegner, bedeutet. Achtung! Glaube ich, Meuchelmörder. Und los! Och nö. Ich glaube ja. Da ist irgendwas gestorben. Jep. Gut geschätzt. Aber sie kümmern sich um den Abt, dann ist ja alles gut. Na gut, jetzt sind sie sowieso tot. Lieber Abt, lieber Emir, du bist doch eh mein Gegner. Da reiß ich mal ab. Ein Kinderspiel. Aber beim werten Abt muss ich sagen, so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. So geht das. Was schwierig. Wir können jetzt auch mal wieder gucken, dass wir Waffenproduktion anfangen. Braucht man natürlich. Armbrüste. Auf der einen Seite wäre es schön, die Armbrüste zu produzieren. Andererseits, wir können auch mal wieder Armbrustschützen zum Angriff einsetzen. Ach ja, machen wir mal wieder der guten alten Zeiten willen. Wenn wir es denn machen könnten. Oder wir lassen es doch. Hui. Der Abt macht was Nützliches.
Wahnsinn. Na gut, richtig nützlich jetzt auch nicht. Aber man kann es sich's vorstellen. Man kann die Augen zumachen und denken, ihr tut was Nützliches. Und vielleicht passiert irgendwann mal ein Wunder oder so. Das Wunder von Abt. Och, so. Machen wir es so. Zack, zack, dann kommt die hier hin. Dann klappt das hier auch viel besser. Ihr könnt das nicht dort platzieren, so. My Lord. Da hinten kommen nur kleine Türmchen hin. Reicht ja aus. Dort müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abbrechen. Ja. Einfach mal da. Zack. Dann hier entlang und der Abt macht jetzt wieder seinen Mega-Mönchmarsch. Der sechstgrößte Herrscher. Oh ja, von 6 Leuten. Ich bin gesteinigt. Wunsch. Toll. Ein leichtes. Und was machst du? Oh Gott. Wow, okay. Wir kriegen gleich Besuch. Ich glaube, ich sollte mich vorbereiten. Ich meine, Besuch unvorbereitet zu empfangen, ist doch unfreundlich. Eine Nachricht von Wazir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Ist ja ruhig. Alles wird fein. Mensch. Da braucht aber einer eine Aggressionstherapie. Ja. Oh, ja. Zumachen, bitte. Dankeschön. Bergfried ist komplett. Da sagt er was. Ich glaube, er spricht die Wahrheit. Ja, ein Stick jetzt erstmal. Das wird jetzt wieder keine richtige Burg. Dafür nehmen wir uns in anderen Missionen mal wieder richtig Zeit. Das ist jetzt bloß so professorisch. Feind ist zu nahe. Auch nicht schon wieder irgendwelche Meuchelmörders. Meuchelmörders, richtig. Ich wurde ja auch mal gefragt. Das machen wir auch noch bei Zeiten. Ich wurde mal gefragt, ob ich die Feuerwerfer mal einsetze. Ich glaube, die habe ich auch noch niemals wirklich eingesetzt. Das kommt auch noch. Keine Sorge. Nur eben noch nicht jetzt. Da brauchen wir jetzt mal ausnahmsweise, glaube ich, wirklich keine. Na. Oh, immer noch fein zu nahe. Was zum Teufel? Das ist doch gemein. Das war die Farm? Alter Falter. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, egal. Ein erträglicher Verlust. Ja, dann machen wir mal. Haben wir Eisen irgendwo? Außer da unten, wo meine Leute hin müssen. Ah, Hallöchen. Komm mal her. Wir werden überfallen. Ein erträglicher Verlust. So. Wir wollen wieder eine groß angelegte Pikinierproduktion machen. Da brauchen wir viel Eisen. Ein geregelter Eisenhaushalt ist doch immer wünschenswert. Und ein geregelter Bierhaushalt eigentlich auch, fällt mir gerade mal so ein. Könnten wir ja auch was dafür unternehmen. So. Dann geht ihr mal bitte weg. Torkelt ihr mal bitte weg. Was auch immer so ein Betrunkener in seiner Freizeit tut. Ich bin das ja nie. So. Jetzt haben wir 4 Stück. Das Volk huldigt. Wenn wir das bald hoch genug gehen, dass wir die Steuern wieder schön raufsetzen können. Dann passt das. So, hier am Rand machen wir mal so schön außenstehend noch diese Türmchen hin. So schauen die wenigstens noch halbwegs gut aus, die Rundtürme. Auf diese Weise. Das gleiche hier. Und hier. Und da nicht. Alright. Achtung! Die Goldvorräte sind zu knapp. Dann kommen unsere Abo-Schützen mal hoch. Zur Stelle.
Und dann schauen wir mal. Der liebe Herr schießt mit Mangen. Wir zeigen ihm mal, dass wir das auch können. Schießen wir jetzt mit Mangen zurück oder schießen wir mit der Balliste? Ich glaube, die Katapulte treffen wir nicht. Ich mach mal eine Mange. Das Volk hier schaut sie gut aus. Hoch damit. Gute Dinge. Ach, wir bleiben erstmal wieder ein bisschen neutral, würde ich sagen.